Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen noch einmal zu Black Bird Live Blitzkrieg. Dieses Mal sind wir hier in Wessling, im neuen Gewerbegebiet von Wessling, Argelsrieder Weg, soweit ich das weiß. Ihr habt zuvor gesehen, die Bilder, die ich euch gezeigt habe, was hier in der Nähe entsteht. Das entsteht hier von der Gemeinde Wessling eine neue Unterkunft für Asylsuchende. Aber nicht nur hier in Wessling, sondern auch in Gilching, in Gilching-Argelsried, in der Nähe der Landsberger Landstraße. Und zwar kommen dort auch nochmal Flüchtlingsheime direkt rein, wo das Straßenbauamt in Gilching ist. Ja, zur Mütze kommen wir dann auch noch zum Schluss, aber erstmal zu unserem Top-Themen des Tages. Und zwar hat die Traglufthalle im Landkreis Starnberg, die Traglufthallen, die aufgebaut worden sind im Landkreis Starnberg, keinen einzigen Flüchtling drinnen. Das ist ein sehr großer Eklat, den auch ich zu beklagen habe, da ich ehemaliger Jugendbeirat war. Und ich finde, dass die Gemeinden nicht genug getan haben. Sie haben sich eher darum gestritten, über die Traglufthallen und den Zustand, ob da Flüchtlinge reinkommen sollen oder nicht. Und so wurden die Steuergelder letzten Endes in die Luft gejagt. Wieder mal zum Fenster hinaus. Könnt ihr euch bedanken, auch bei der SPD, CDU, CSU, FDP und natürlich auch bei den anderen Parteien, die in den Gemeinderatssitzungen drin sind. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Top-Thema, und zwar ist das die Türkei. Und zwar hat uns erreicht, beziehungsweise die Nachricht erreicht von Rechtsanwältinnen, die ein Bestreben haben, und zwar ein Bestreben über 207 Seiten, das ich euch mal kurz vortragen werde. Kriegsverbrechen in der Türkei. Die gesamte reguläre Presse, Welt, Zeitung und Rundfunk sowie Fernsehen berichtet entweder gar nicht oder verharmlosend über dieses Thema. Von Vorgängen im Osten der Türkei, wie die Menschen in kurdischen Städten wie Cizre den Einsatz von Polizei und Militär tatsächlich erleben, wird in der Anzeige der beiden Rechtsanwältinnen detailliert dargestellt. Anwältinnen, Abgeordnete und Künstler streben Strafverfahren gegen den türkischen Staatspräsidenten an. Seit mehreren Monaten führt die Regierung in Ankara Krieg. Krieg gegen dutzende kurdische Städte sowie Dörfer im Südosten der Türkei. Wir haben dies einige Zeit beobachtet, mit anderen Pressevertretern, die natürlich dort vor Ort waren. Es sind sehr, sehr krasse Zustände. Gegen Wohngebiete werden Artillerie und Panzer mit der Zusammenarbeit von Luftwaffe eingesetzt. Hunderte Menschen, Zivilisten, wurden mit Absicht getötet. In Cizre und Diyarbakir so verübten Sicherheitskräfte ein Blutbad, zu Deutsch ein Massaker, an unbewaffneten Menschen, Zivilisten. Weil die Verantwortlichen für diese Verbrechen in der Türkei nicht zur Verantwortung gezogen werden und zur Rechenschaft, beziehungsweise haben jetzt die Hamburger Rechtsanwältinnen Britta Eder sowie Petra Dervisaja
Nun, der Bundesanwaltschaft eine 207-seitige starke Anzeige gegen den Staatspräsidenten der Türkei gemacht. Recep Tayyip Erdogan sowie hochrangige Politiker und Militärs zur Prüfung vorgelegt, den deutschen Gericht. Hierbei bezieht es sich, genauer gesagt, um das Völkerstrafgesetzbuch, das hier zugrunde gelegt wird. Wir haben recherchiert, auch mit einem Anonymous konnten wir darauf feststellen, dass es sich um eine tatsächliche Straftat handelt. 178 tote Menschen und mehr sind zu beklagen. Zweck dieses Prinzips ist es, die Straflosigkeit von Verbrechen, welche im Krieg verübt wurden, sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Zukunft besser zu unterbinden, unabhängig wo der Tatort liege. Meiner Ansicht nach müsste eigentlich eine Anzeige direkt in Den Haag eingehen, beim Europäischen Gerichtshof. Denn dies ist ein Kriegsverbrechen, das gegen die Menschenrechtskonventionen, Völkerrechtsstrafgesetze und natürlich auch gegen europäische Strafgesetze verstößt. Es sind weitaus mehr als 178 Menschen tot. In der Presse von der Türkei hört man dabei nur eine Schlagzeile und ein kurzes Wort. Cizre, Stadtverwaltung. 65 Menschen verbrannt. Wenn man nicht einmal mehr sicher sein kann in seinen eigenen Keller, wenn das Militär angreift, in der Stadt, wo man sich selbst befindet. Undenkbar, glauben Sie, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, liebe Jugendliche und Erwachsene, liebe Kinder, das ist mehr als nur krass. In einem Fall geht es immer, wenn der Ausnahmezustand ausgerufen wird. Dies war der Fall in der Türkei. Sie rennen in Glaube der Sicherheit in ihre eigenen Keller, um sich dort Schutz zu suchen. Und nehmen noch die Kinder mit, denn sie wollten es nicht wahrhaben. Aber selbst Kolleginnen, Nachbarn, Bekannte und andere Familien, die sie sehen auf dem Fluchtweg, denn sie sind jetzt selber ein Flüchtling, wenn sie sich das mal vorstellen. Sie flüchten in ihren eigenen Keller und hoffen, dass sie nicht erschossen, ermordet oder verbrannt werden bei lebendigem Leibe. Doch auf das, was sich die Opfer nicht vorbereiten konnten, war eine so heftige politische Verfolgung und militärische Verfolgung durch Polizei und Militär, Spezialeinheiten, die sie bis in die Keller verfolgten. Das Militär hat einen Exekutionsbefehl für Cizre rausgegeben und für Siyadabakur und für Diyarbakir Sur. Die Zivilisten wurden von Spezialkräften
des Militärs und der Polizei erschossen und lebendig verbrannt. So viel erstmal dazu. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns demnächst wieder. Reingehauen.